entkommen würdest. Ja, ich rechne eigentlich auch damit, dass du mich irgendwie noch am Ende. Entscheiden kann, ob ich dich hochnehme oder nicht. Vielleicht nehme ich dich einfach hoch. Ach, gut, dass ich einen Kollegen habe. 2 gegen 1 ist immer gut, ey. Nicht, dass du dich jetzt hier die spielen musst, dann würdest du ja extra verkacken. Oh, nee, du überwältigst ihn und dann kriegst du auch eine Waffe. Oh, Wunder. You, Emily, just get up. You know I can't do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Now get the hell out. Get out. Go. Leo. Please stop this. How's it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this. I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit. What about your son, Alex? Shut the fuck up. Don't you mention his name. You don't get to mention his name. You hear that, you piece of shit? You're a dead man. You piece of shit. Wollte ich gerade shit. Umlegen. Ich weiß. Nur die Scheibe hat gehalten. Ja, deswegen werde ich dich. Ach du Scheiße, ja, ich mach dich fertig, Mann. Man kann auch nicht sehen, ne? Ja, die Kacke ist, dass wir uns gegen. Ach so. Oh shit. Bruder, vergiss nicht die Strafe, Alter. Die Strafe? Du kriegst lebenslänglich, wenn du einen Kopf erledigst. Okay. Oh shit, du hast meine Platte hier weggeschossen. Oh, Bruder, mach nicht so. Ja. Oh shit. Gott, ey. Also ich bezweifle das jetzt mit dem Laufen lassen. Ich auch, ey. I wonder where that pig is hiding. Yes. Scheiße. Gotta find him. Can't let him get away. Oh, du Ekliger, wo bist du? Ach da. Oh, Bruder. Ich war weg. See,
is down. Push it away. Leo, don't do this. Shut up! On your knees! I said on your knees! How do you feel about this? Yo. Wieso bin ich in der Kackposition? Oh shit, ich weiß nicht mal, wo du bist. Oh Gott. Oh Gott, Alter, was ist das für eine Scheißposition, wenn ich nicht mal weiß... Oh, Street Fight. Ey, das können wir auch mit Armdrücken lösen. Ich glaube, die machen das sogar mit Armdrücken. Ich werde bei allem dabei sein, außer viel gewinnen. Ja, komm mit deinem Arm her. Wie? Ach so. Ah, jetzt kannst du. Jetzt kannst du mir eine Erinnerung aus dem Kopf prügeln. Boah, wieso mache ich denn so viel weniger Schaden? Ich bin fast tot. Und du darfst als nächstes. Yo! Ja. Finde ich gut. Ich habe alle Schussdinger gewonnen, ne? Jeden. Ja, ich bin der Cop. Um die Wette krabbeln. Ja. Oh shit, Mann, das gibt's doch nicht. Das tut der nicht. Ich weiß ja nicht. Muss ich? Weiß ich nicht. Kannst du auch woanders hin ziehen? Vielleicht ins. Nee, ich muss schießen. Boah, du hast echt geschossen. Ich hab auch losgelassen. Ich musste schießen. Hast du echt auf mich geschossen? Ich hätte das nicht gemacht, ey. Was gibt's doch nicht, Mann. An Armdrücken habe ich dich übelst besiegt, Alter. Wie kann ich denn jetzt verlieren? Ich habe meine Kraft da gespart. Hm. Du hättest nur so wenig Leben. Eigentlich hättest du tot sein müssen.
zerreißen müsste ich den. Du musst einfach nicht annehmen, ey. Und nicht neu schieren. Ich bin Holzfäller geworden, ey. Wir haben das Dexter-Ende bekommen. Hm? Ich hab jetzt einen Bart und... Du bist mit mir nicht auf Hose gefahren. Oh, vielleicht ist das ein bisschen... Spoiler? Wer weiß, ja, spoilermäßig. Obwohl, wenn man Dexter immer noch nicht gesehen hat, dann tut's mir leid. Das Spoiler, das Ende nimmt einem auch nichts. Ja, wenn man's weiß. Davon mal aber abgesehen... Also wer Dexter bis zum Ende geschaut hat, dem ist eh alles egal. Wer Dexter nicht nach der dritten Staffel oder so abgebrochen hat. Das wird ja immer schlechter. I just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises and not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved. And the father I know I can be. Yours forever, Vincent. Hätte ich denn als Vincent überhaupt gewinnen können? Ich meine, was für ein Ende wäre dann gekommen? Ja, ja. Ich habe ja auch nichts zu übergeben oder so. Was? Ich hätte ja auch nichts. Kein Grund, dass du zu meiner Familie kommst. Also. Wohl einen wütenden Sohn und eine Tochter. Ach, eine Frau. Ja, aber... Aber bei denen war ja alles ja, gut, so, ne? Aber du solltest ja erst recht nicht zu meiner Familie kommen. Ja. Weil du hast mich ja erschossen. Ja. Vielleicht hätte ich dich auch einfach in den Knast gesteckt. Hey, Buddy. Hi. Guys ready to leave. We are. Are you sure no one was following you? Yeah. We're fine. Let's just get going. Are you okay? I am. I'm fine.
Wie ungewohnt in Uniform. Stell dir vor, ich wäre so die ganze Zeit neben dir gewesen. Jetzt finde ich die Story eigentlich gut. Also das erwartete Ende wäre ja, dass sie Buddies geworden sind. So. Ja. Geh, bist frei. Ja. So meistens so schlag mir noch eine rein, damit es realistisch aussieht. Ja. Und dann lauf. Das Ende fand ich gut. Ja? Also ehrlich, überraschend gut. Ganzes Spiel war gut. Ich wäre, glaube ich, sogar enttäuscht, wenn ich jetzt gewonnen hätte, glaube ich, ey. Also, jetzt nicht spielerisch. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich weiß auch nicht, warum ich verloren habe. Ich hätte die Waffe kriegen müssen. Ich habe die Hand gewechselt. Ich habe ja nicht so gedrückt, ich habe so gedrückt. Ja, ich weiß. Aber das war mir zu pussyhaft, ey. Okay. Nicht männlich genug. Okay. Du hast gewonnen wie eine Fotze. Aber ich gönne es Leo. Den Charakter im Spiel. Nicht den Spieler, aber... Ja. Ja? Ich verstehe schon. Wir können ja uns gleich das Ende anschauen. Das Alternativende, ja. Ja, wenn es überhaupt eins gibt. Vielleicht gewinne ich ja so oder so. Das wäre ja richtig lame. Ja. Weil dann war das alles umsonst, was wir gemacht haben. Wobei, es war eigentlich schon fast alles. Es ging eigentlich nur um diese Waffe am Ende. Ja, weil das Schießen war komplett sinnlos. Ich habe gewonnen. Nein. Und dann. Also, nicht wirklich. Nee. Ich hab bis zum Ende. Ey, in der Mitte. Da habe ich dich ja wohl hochgenommen. Wir können uns darüber streiten, wir können es nicht, aber. Und was ist mit der Schießerei mit dem Boot? Hochgenommen. Ja. Nee, ich meine, die letzte Schießerei. Ja. Da habe ich ja zum Beispiel die erste Sequenz gewonnen, indem ich dich halt runtergeschossen habe. Dann kam ja Zwischensequenz, ne? Mhm. Und dann kam die nächste Zwischensequenz, da hatten wir wieder gleich viel Leben. Und das ging dann so weiter. Jedes Mal hatten wir gleich viel Leben. Ja. Und am Ende hattest du mehr Leben als ich. So ein Stückchen. So ein Ja. So ein halbes. Und dann ging es wieder darum. Theoretisch, es kann sogar wirklich sein, dass es eigentlich gar kein anderes Ende gibt. Weißt du, was ich meine? Ja, würde mich nicht wundern. Weil wir auch immer sehr knapp aneinander waren. Also wirklich knapp. Auch als mit der Waffe war es relativ knapp. Vielleicht, wenn du jetzt geführt hättest, dann wäre es für dich dann schwerer geworden, so dass ich nachholen kann und dann dich überholen. Vielleicht ist es auch so. Weiß so, man, so dass ich... Ja. So, dass ich so oder so gewinne. Müsst du mal gucken. Ja. Sven hat es mich nicht mal wirklich gestört. Ich fand es eigentlich ganz cool. Also erstmal sowieso geil, dass wir gegeneinander kämpfen mussten. Mhm. Fand ich cool so. Ich war mir ziemlich sicher, dass es nach dem Tony Montana da durch ist, das Spiel. Ja, habe ich auch gedacht. Und auch bei dem Flughafen, ich hätte sogar gedacht, da kommt irgendwas, wo dann
Ich hätte ja, halt noch so das Ende, so ein Happy End oder ja, so. Ja, ich habe noch auf ein Happy End habe ich jetzt nicht gehofft, sondern ich habe es erwartet einfach, ne? Mhm. Wie es halt in den meisten Spielen so ist. Aber dass das doch so tragisch endet, fand ich gut. Ich mag das voll, ey. Ja, ja. Und wie gesagt, ich find's besser, dass der Polizist stirbt, als der Leo. Du hast mich auch verraten. Ja. Das hat mir selber wehgetan. Ich hab dir ja nicht mal was getan. Ja. Und. Aber ich hab nicht. Also, als wir da ausgestiegen sind und Polizei und so, da habe ich halt schon mitgerechnet, dass du halt ein Cop dann bist. Halt. Also habe ich dir auch gesagt, aber davor habe ich nicht damit gerechnet, weil du auch so krass auf den Typen eingeschossen hast. Obwohl du ein Cop bist. Du hast ja, wir haben den ja... Ich habe die ganze Zeit ins Gesicht geschossen. Ja, ja. Das war schon... Deswegen dachte ich mir, ja, nee. Ich habe es selber nicht erwartet. Ich bin überrascht von mir selbst. Und enttäuscht. Hättest du dich mal in Uniform gesehen? Ja. Ja, aber wie soll ich das denn auch erkennen? Der hat doch jetzt einen Bart wie ich. Also ich habe jetzt einen Bart wie ich. So, ne? Und davor hat er einen Schnauzer. Ich, einen Kopfschnauzer. Ein Kopfschnauzer. Ja. Und, wie gesagt, als die draußen waren und dann sozusagen klar war, dass einer im Kopf ist, so, dann war klar, dass mein Spieler der Kopf ist. Ja, ich habe ja auch voll das Ghetto-Leben. Ja. Und du hast ja eine ordentliche Frau und alles. Nicht nur das, dann kam ich halt später noch dazu in den Knast. Du warst ja schon ein halbes Jahr drin. Ja, ja. Plus halt, dass du schon immer kriminell warst und die Geschichte von meinem ist ja komisch eigentlich. Oder was heißt komisch? Die war schon... Also die haben uns schon lange hochgenommen damit, ey. Ja. Top Ende. Finde ich gut, würde ich weiterempfehlen. Ja, es war, also insgesamt war viel witziger als gedacht. Ja, viel witziger. Und unerwartet auch ein geiles Ende. Also ich finde auch die Story, also das Spiel hat mich echt positiv überrascht, ey. Ich habe jetzt nicht gerechnet, dass ich das so cool finde. Ich habe bei einem Spiel... Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal es so witzig fand. So viel gelacht. Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Also wenn dann bei diesen Koop-Dingern da. Ja, so. Gut, also man spielt halt zu zweit, das ist natürlich cool. So, auch genau den ganzen Minigames, das ist witzig. Aber auch sehr viel Humor drin, also, wenn man mal so überlegt mit dem Banjo und dem Klavier. Ne? Und aber wie gesagt, ich habe ja mal so reingeguckt, ein paar Let's Plays, habe ich so den Anfang gesehen, fand das nicht so cool, ne? Weil man es ja selber nicht spielt. Und der Anfang war auch nicht so witzig. Ja. Die ersten zwei Parts oder die erste Stunde, denke ich. Ja, weil es noch sehr ernst war, weil du noch aus dem Knast rauskommst. Ja, genau. Und so, ne? Genau. Prügeleien und so, Knast. Ja. Aber als du draußen warst, war es echt cool. Also echt. Viel Abwechslung. Ja. Die Quick-Time-Sequenzen sind auch relativ easy. Also das Spiel ist relativ... Ja, was ist ja, relativ? Es ist easy. Einfach. Es ist easy. Du kommst da so durch. Wäre auch irgendwie blöd bei so einem Spiel, glaube ich. Ja. Also das kann man auf jeden Fall mit jedem spielen, der wenigstens mal irgendwann ein Pad in der Hand hatte. Aber auch, wenn man auch kein Pad in der Hand hat. Und das geht wohl. Ja, du weißt ja, wo die Tasten sind und dann drückst du. Ja. Du musst halt nicht viel wissen. Man hat ja auch unendlich Versuche. Wenn du was verkackst, dann startet das ja neu. So ist ja nicht. Und es ist halt nicht schwer. Es ist ja nicht so... Die Timings sind sehr großzügig. Ja. Und ich wollte irgendwas dazu sagen, hab's aber jetzt wieder vergessen. Ja, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Weiß nicht, ich dachte, wir reden jetzt noch so darüber. Mir fällt jetzt gerade auch nichts mehr ein. Also. Das ist außer, dass es gut war? Ja. Ja, wie gesagt, nur positiv überrascht und war gut. Absolute Empfehlung für
Leute, die zu zweit zocken wollen, irgendwas. Ja. Und auch es voll die geilen Szenen. So, ne? Weil es so gut war, wünscht man sich natürlich, dass es ein bisschen länger ist. Es ist jetzt, weiß ich nicht, ich denke mal so 6 Stunden lang. Kurz. Ja. 6 Stunden vielleicht. Ja. Also wenn man nicht die ganzen Minisachen, kann man auch in 5 oder so durchspielen. Ja, die Minisachen musst du auf jeden Fall machen. Dann. Ja, ja. Sonst ist es nur halb so witzig. Ne? Ja. Die haben sich ja auch dabei was gedacht wahrscheinlich. Außer bei der Angel, dass du das Ding drehen kannst. Ich weiß auch nicht, ob das sein muss. Ne? Da kann man bestimmt irgendwas Witzigeres reinsetzen. So. Mhm. Mm. Natürlich wäre, wenn man Bock hat, kann man ja immer einmal den Weg von Leo nehmen und einmal immer von Vincent. Dann weißt du auch immer, wie es endet. So, ne? Oder kannst du ja immer mal was anderes ausprobieren. Ich finde, es waren aber nicht so... Es war halt nicht gravierend. Ne? Mal davon abgesehen, dass eh alles aufs Gleiche hinausläuft. Ja, aber auch so, also mit dem Überfall hat man es ja ganz gut erkannt oder gesehen. Das ist ja nur die Szene anders. Der eine tritt durch die Tür rein, ballert, die holen das aus dem Safe. Die Cops kommen am Ende so oder so. Hm? Die Cops, die kommen ja am Ende so oder so. Ja, also es macht nicht mal einen Unterschied. Mhm. Ich glaube, das war eine Ausnahme, weil zum Beispiel bei der Brücke muss es ja was anderes sein, gameplay-technisch. Eine drunter und drüber. Oder du machst das gleiche nur oben. Da war ja Hubschrauber, dass du, wir waren ja im Auto dann. Wir wären ja in den Polizeiwagen eingestiegen und dann wären wir über die Brücke gefahren. Okay, doch, eigentlich kann das ja auch doch ganz anders ausfallen. Mhm. Weil bei dem Anfang, wo wir bei diesen Rentnern waren, da war Leos Idee, wie wir... Die Pferde? Ja, Vincent macht die Pferde so. Ja. Und Leo wollte die ja überwältigen. Ja, ja. Es ist auch wieder ein bisschen was anderes. Ja, aber die hätten wahrscheinlich auch wieder die Cops gerufen und dann wäre das wieder... Ich glaube, Leo wäre einfach viel schneller gewesen. Mhm. Oder? Hm? Ja. Moment. Die müssen sich ja dann auch befreien. Sonst können die ja niemanden rufen. Stimmt. Erst die Frage, hätten wir dann noch so richtig chillen können da drin? Ich denke schon. Ich denke, dann hätten wir sogar Publikum gehabt. Die liegen ja da so. Wir fesseln die, legen die da hin, setzen die aufs Sofa. Ja. Machen Kamin an, Fernseher. Machen es den gemütlich. Oder machen den Fernseher aus und spielen dann. Ja, für die, wir drehen das Sofa um und dann spielen wir für die. Ja, also. Hammer-Ding. Ja. Hammer-Ding. Also echt ein nices Spiel. Kann man jetzt natürlich nur Leuten empfehlen, die das nicht gesehen haben, weil wenn man das sieht, ist das Spiel durch für einen. Wenn du ein Let's Play davon gesehen hast, ist durch dann. Wenn du was? Wenn du ein Let's Play davon gesehen hast, dann ist das Spiel. Also gerade wenn du am Ende bist, dann Das Ende sowieso, ja. Ja. Aber, wie gesagt, den Anfang kann man gut gucken. Mhm. Ne? Aber das Ende. Ja, ab Mitte des Spiels und so, dann hast du zu viel gesehen, ne? Mhm. Das war das gleiche mit, wie heißt das Spiel, was wir mal gespielt haben zusammen? Heavy Rain. Ja. Hab ich nicht vorher geguckt. Ich auch nicht. Also nur den Anfang ein bisschen und wollte das nicht mehr sehen, weil dann ist das Spiel durch. Ja, ja. Dann brauchst du es nicht mehr. Bei Detroit habe ich auch nur den Anfang gesehen, bei Gregor. Erste Stunde. Und ich glaube, das ist dann auch bei The Walking Dead so, ne? Ist halt ein Film, dann bist du gespoilert, du weißt, welchen Weg. Das Ding ist ja, Mike hat mich gespoilert. Bei Heavy Rain, ja? Yeah? Also, das ist auch der einzige Spoiler, der mich wirklich stört. Man kann mir alles spoilern und es ist mir egal. Aber bei Heavy Rain? Nee, ich bin echt, ich hasse Spoiler, ne? Ich nachvollziehen kann, ja. Aber mir ist das meist egal, weil auch wenn ich weiß zum Beispiel, dass bei Heavy Rain der und der Killer ist. Mhm. Okay, da ist es vielleicht was anderes, aber oft ist es für mich so halt, der Weg ist das Ziel. Auch wenn ich jetzt weiß, ja, okay, der ist jetzt der Killer. Aber dann habe ich ja immer noch den Weg, wie der Killer das macht, wie er es verdeckt. Also ja, aber bei Heavy Rain ist es ja wirklich
das ist ja das Geile, dass du nicht weißt, wer der Killer ist. Ja, ja, da, na, deswegen ja hat es mich da auch gestört. Ja, weil dann spielst du ja auch ganz anders. Wahrscheinlich. Mhm. Oder unterbewusst, weil, ja, bei Hellbane, ich will es jetzt nicht spoilern, weil das ist jetzt wirklich ein Spoiler. Auch wenn man es noch nicht gespielt hat, muss man nachholen. Es ist echt ein gutes Spiel. Außer, wenn du dir solche, solche Interpretationserklärungsvideos anschaust, dann macht das keinen Sinn, dass der Killer ist. Dass diese Person der Killer ist. Wollen wir jetzt wirklich weiter über Heavy Rain sprechen? Ist ja egal. Im Outro vom A Way Out? So wie das du redest immer, weißt du, wir reden so über ein ganz anderes Spiel einfach so? Ja. Aber ist ja egal. Man kann ja abschalten jetzt. Und wir reden einfach noch ein paar Stunden über Heavy Rain. Aha. Der Heavy Rain Podcast fängt jetzt an. Irgendwas war da noch. Das war durch. Detroit, Filme. Ja, wenn man es irgendwie günstig kriegt, holt euch das. Man muss dabei bedenken, es ist sehr kurz. Und man muss zu zweit, glaube ich. Oder ich habe irgendwas. Ich bin mir nicht sicher. Obwohl eine KI macht keinen Sinn. Also ich glaube, man muss wirklich das Spiel zu zweit spielen. Alleine geht's nicht. Ja, und wenn ihr das Spiel schon jetzt durchgesehen habt und das trotzdem spielen wollt und mit jemandem spielt, der das Spiel nicht kennt, besteht darauf, dass ihr Leo seid. Weil sonst seht ihr nachher der Cop. Ach so. Der Verräter-Cop. Ja, ja, ja. Das tut voll weh, Alter. Ich kann's mir du vorstellen. Du spielst und du bist dann einfach ein Cop. Du bist einfach der Arsch, der den anderen hochgenommen hat, so. Ja. Und wir haben uns gegenseitig das Leben gerettet. Unsere Familien kennengelernt. Eigentlich sind wir verheiratet. Ja. Was wir alles durchgemacht haben. Du hast mit meinem Sohn Basketball gespielt. Ja. Und hab ihn sogar werfen lassen, obwohl er voll schlecht ist. Ja. Hättest du ein bisschen gewartet, hätte ich noch mit deiner Tochter Basketball spielen können. Ja. Wenn nicht die Polizei gekommen wäre. Vor denen ich auch abhauen musste. Oh ja. Stimmt. Ich war ja verdeckter Ermittler, wahrscheinlich. Ja, ja, stimmt. Ja. Das sind ja nur hier die Straßencops. Ja, die Streife. Nee, das hat echt weh. Also ich wäre... Ich hätte nicht... Uncool, ey. Ja. Ich an deiner Stelle hätte mich erschossen. Bevor Leo dich erschießt. Ich hätte ja... Eigentlich habe ich gehofft, dass ich das in der Hand habe. Und sagen kann, entweder geht Leo Knast oder ich lasse ihn frei. Und dann wäre ich gutmütig gewesen und hätte ihn freigelassen. Aber stattdessen werde ich erschossen. Ja, deswegen, das müssen wir dann gleich noch prüfen. Ja. Nach der Aufnahme, wie das andere, ob es überhaupt ein anderes Ende gibt. Aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Ich mir auch nicht. Das, ja. Ah, werden wir sehen. Ja, okay. Werdet ihr sehen. Ja, dann würde ich sagen, das... Hast du noch was? Nein. Ja, mir hat's viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich hoffe, euch auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Game.